Ja, hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen hier bei Let's Play Together Dark Age of Camelot. Das wird eine ganz Oh, da wäre kurze ich. Folge mit Ankündigung. Hallo Brause, was wolltest du gerade sagen? Ja, ich wollte sagen, da wäre ich jetzt auch ganz gerne. Leider ist der Server nicht bereit, mich ins Spiel zu lassen. Also die Situation ist folgende: Utgard ist ja down, wo wir zuletzt gespielt haben. Die wollen den überarbeiten und wissen nicht, wann das irgendwann mal fertig sein wird oder ob überhaupt. Im Moment ist, glaube ich, selbst die Webseite nicht erreichbar. Also fraglich, ob es da jemals noch mal was gibt oder nicht, kann ich nicht einschätzen. Wir sind deswegen jetzt umgezogen auf den Genesis, beziehungsweise früher hieß der Origin Server. Jetzt heißt der Genesis, aber ich glaube, die Webseite heißt immer noch Origin. Haben uns da nach einiger Zeit endlich es geschafft, uns Spielaccounts anzulegen. Da gab es auch gewisse technische Probleme mit Bestätigungs-E-Mails, die nicht kamen und und. Aber jetzt haben wir das zumindest endlich hinbekommen. Woran es im Moment gerade scheitert, ist, dass der Server einen Cap hat. Und ich glaube, im Moment ist er, glaube ich, bei etwas über 1000 Spielern. Und Brause kommt einfach nicht drauf. Schon seit, weiß ich nicht, wie lange versuchst du es jetzt? Bestimmt eine Dreiviertelstunde. 2143 Versuche habe ich jetzt hinter Hast du dir eine mir. Strichliste angelegt? Also, er kommt auch nicht Na. drauf. Deswegen, wir wollen euch mal kurz informieren, was ist eigentlich unser Plan. Wir werden wahrscheinlich jetzt vorerst auf diesem Server weiterspielen und wir waren ja gekommen bis Level 10 oder 11 oder sowas in der Art. Und da wir jetzt im selben Reich dieselben Klassen weiterspielen wollen, haben wir uns überlegt, dass wir dann versuchen, erstmal möglichst hurtig offscreen wieder bis auf dieses Level hochzukommen und erst dann weiterzumachen, denn sonst würden wir euch im Prinzip dasselbe Zeug nochmal zeigen, was ihr die letzten, keine Ahnung, 30 Folgen oder so schon gesehen habt. Das wäre ja auch irgendwie blöd. Das wäre blöd. Wir schlagen uns dann einmal so möglichst schnell und charakterlos durch. Genau, schnell und dreckig hochgelevelt. Ja. Und steigen dann quasi an oder ungefähr an dem Punkt, Wo wir bei dem aufgehört haben. worden sind. Tun so, als wäre nichts Ne? passiert. Ja, gut, jetzt wisst Aufgehört. ihr also Bescheid, was unser Plan ist. Und ja, da Brause auch leider es noch nicht geschafft hat, on zu kommen, stehe ich hier jetzt alleine mit meinem Level 1er Wikinger. Und ich werde auch nicht alleine jetzt irgendwas machen. Das heißt, wir werden die Folge auch schon wieder beenden. Wie gesagt, das ist eine sehr kurze Folge. Einfach nur, damit ihr auf den neuesten Stand gebracht werdet und nicht das Gefühl habt, wir haben Dark Age of Camelot komplett vergessen. Nein, das haben wir nicht. Es hat halt einfach nur diverse Schwierigkeiten gegeben. Und wir melden uns dann, denke ich mal, wieder, wenn wir Level 10 oder so sind oder beziehungsweise vielleicht, wenn zwischendurch irgendetwas Besonderes passiert, vielleicht auch noch mal. Aber rechnet erstmal mit Level 10. Wie lange das dauern wird, kann ich jetzt nicht einschätzen. Kommt drauf an, wie viel Zeit wir finden. Ich weiß auch nicht, wie schnell man auf diesem Server hier levelt. Genesis hat, glaube ich, ungefähr so das Regelwerk von Version 1.62 oder sowas. Wem das noch etwas sagt, ist also auch oldschool und langsam. So, ja, Ja, mehr fällt mir jetzt auch nicht ein. nein, wir müssen ja auch erstmal da drauf kommen auf diesen Ja, zum das ist Spielen. also schon Also. mal die erste Schwierigkeit, ist überhaupt erstmal drauf zu kommen. Dadurch verzögert sich das Ganze noch ein bisschen. Ja. Aber wir haben uns schon überlegt, Ansonsten. dass wir uns dann eventuell zeitlich vielleicht ein bisschen von der Primetime wegbewegen wollen und dann hoffentlich auch immer raufkommen. Aber ich denke, unsere Fans und Zuschauer sehen sowieso nicht, ob es draußen hell oder dunkel ist. Von daher. Das ist wahr. Ah. Nee, aber ich hab bei mir hier die Uhr eingeblendet. Wir können also nicht lügen und behaupten, wir hätten gerade Vormittag oder so. Aber wir können lügen und behaupten, die Uhr ging falsch. Das ist natürlich wahr. Wo ein Wille ist, ist auch eine Lüge. Gut, dann beende ich jetzt diese Folge und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss, macht's gut. Jo, tschüssi.